Und ein Superprodukt gibt es jetzt auch bei uns im nächsten Beitrag. Besonders hart hat die Pandemie die junge Generation getroffen. Wie die Landecker Jugendlichen über das Ganze denken, haben sie in einem Lied veröffentlicht und im Zuge einer Aktion am Landecker Frischemarkt den Leuten näher gebracht. Die Spur. 2-0, 2 Uhr, Stimmung ist vergiftet. Wenn einmal wer lacht, hat er die Masken, aber man sieht's nicht. So viele Verordnungen, aber keine Lichtblick. Alles wird verhandelt, nur die Jugend ist nicht wichtig. Ich und der Elo sehen das ein bisschen kritisch. Keimer mit Support, also bitte Bruder, schwitz nicht. 6-5-0, meine Gang macht's richtig. Und verteilt die Seichenzackeln in der ganzen City. Ich war selber meine Jugendzeit lang in einer Rap-Crew, also in einer Hip-Hop-Band. Und hab da meistens halt auch im alten Kino eben viele Live-Konzerte gehabt und habe da in meiner Jugend viel Erfahrung gesammelt mit Rap und Hip-Hop. Und weiß so einfach auch, wie gut das gerade in der Jugendzeit da ist, da irgendwie ein Hobby haben, eine Leidenschaft, in der man aufgehen kann. Und eben um das Seichenzackerl zu promoten, haben wir gesagt, machen wir einen Song. Eben der Elias, den wir dann später noch hören, ist 16 Jahre alt, ein begeisterter Nachwuchsrapper. Und da war die Idee schnell mal da, dass wir gesagt haben, wir beziehen den mit ein, dass wir die Jugendlichen ein bisschen in das Projekt mit einbeziehen können. Und haben ihm angeboten, ob er quasi da einen Song für uns machen möchte, für das Jugendzentrum. Und ein Kumpel von Elias, der Seiler Jonas, haben wir auch noch gleich mit ins Boot geholt. Das ist ein Nachwuchsproduzent aus Landeck, der ist 19 Jahre alt mittlerweile. Und produziert bei sich zu Hause quasi Rap-Songs, also Beats. Und so haben wir dann eigentlich zusammengearbeitet in dem Projekt, genau. Maskenpflicht, sei kein Gesicht, denn hast du keine, bist du der, was die Gesetze bricht. Jeden Tag der Virus überall und all die Leute draußen haben einen Knall daraus. Hab ich nichts gelernt, 2 Meter Abstand, du bist so nah, doch weit entfernt. Fühl mich illegal, wenn ich draußen bin, Mann, ich will doch nur mit meinen Freunden. Also ich rappe schon seit ich 13 bin, oder? Und dann hat der Simon mir angerufen, ins Jugendtreff geholt und haben gefragt, ob ich auf sowas Lust habe. Da habe ich mir das als erstes angeschaut. Da habe ich gedacht, ja, okay, passt. Da bin ich im Bett gelegen, weil als erstes hätte ich das Alarm machen müssen, oder? Da habe ich mir gedacht, ja, Simon rappt ja. Dann habe ich ihn angerufen und so ist das zustande gekommen. Dann haben wir uns getroffen, haben über das geredet. Beim Jonas daheim, weil da, wir haben ein kleines Studio bei ihm. Ja. Dann haben wir angefangen, Texte schreiben, Beat machen, alles selber gemacht. Dann ist das so entstanden. Es war dann ungefähr eine Dauer von 5 Wochen. Wo wir an dem Song gearbeitet haben, den Text geschrieben haben, den Beat produziert haben. Und wir haben uns dann 3-mal getroffen, den Text fertig geschrieben, der ist mal professorisch aufgenommen und haben den Song recorded. Ja, so war das dann eigentlich eine runde Geschichte im Endeffekt. Cops patrouillieren durch dein Viertel, sein busy. Du und die Jungs bleiben cool, machen's richtig. Kein Grund für Stress, Bruder, keine Zeit zum Laffen. Alles, was du brauchst, findest du drin in dem Sackel. Cops patrouillieren durch dein Viertel, sind busy. Erachten den Abstand und Mundschutz als wichtig. Sie suchen nach Fehlern, doch können nichts finden. Nur mich und Simon, die Hilfsmittel bringen. Wenn dein Kopf frei ist, wenn du keine Blockade hast, kann es sein, dass du in halben Stunden den ganzen Text hast. Kannst du auch 3 Tage brauchen, eine Woche, kommt immer darauf an, wie dein Kopf gerade mitspielt. Man ist einmal gut drauf, man ist in Stimmung, man macht so ein Beat, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Aber es kann einmal sein, wenn man Stress, Schule, dies, das, dass man da halt einfach auch so, wie der Elo schon sagt, aber so eine gewisse Blockade hat und einfach ein bisschen länger braucht, ein bisschen länger hockt. Da kann es halt sein, dass mal ein Beat 3-4 Tage fertig wird oder halt gar nicht. Weil das ist ja eigentlich ja nicht so unsere Schiene, oder? Aber dann haben wir uns schon gut auseinandergesetzt mit dem, ein bisschen nachdenkt, dann mit Simon geredet und dann ist das so rausgekommen. Und so die Message soll eigentlich sein, also erstens mal, dass wir eben das Seuchenzackel da promoten ein bisschen, dass es einfach unter die Jugendlichen auch über das Format Hip-Hop und Musik einfach ein bisschen die Runde macht. Und was uns halt auch ganz wichtig war, dass die Jugendlichen, dass die Pandemie und die vergangenen Monate wo einfach ein bisschen aus der Sicht von den Jugendlichen erklärt wird. So. Weil das geht immer so ein bisschen unter, haben wir so das Gefühl gehabt. Wir haben das in nur einer Line auch verarbeitet in dem Song, von wegen, alles wird verhandelt, nur die Jugend ist nicht wichtig, quasi ist eine Zeile in dem Rap-Song. Und da war uns einfach wichtig, dass, die Sicht, dass es aus der Sicht von den Jugendlichen auch ein bisschen gezeigt wird, wie es denen geht mit Familie, Freunde, mit Ausgangsbeschränkungen, mit Schule und so weiter. Und da hat der Elias eben einen super Job gemacht. Also bin ich sehr stolz auf meine 2 Jungs, die haben dann wahnsinnig abgeliefert. Und ja, so war das eigentlich eine runde Geschichte im Endeffekt. Wir drucken ein Zeichenzackel in die Hand und bringen gratis Masken an, Mann. Plus
sie informiert die aktuellen Maßnahmen. Die hängt dran erinnern, dass man momentan keinen Spaß haben. Und für den Fall, dass er sicher gehen will, mit die Brüder im Park und die Sisters am Chillen. Haben wir einen Antigen-Selbsttest mit, sei smart, schau voraus und verwend den Shit. Also, so ein Ding ist schon geil zu machen so. Es ist jetzt nicht genau Insta-styled, würde ich sagen, so von dem Ganzen, aber das Resultat, das Endresultat war auf jeden Fall Bombe, ja. Also mir gefällt schon super sicher, ein, zwei Sachen gibt es immer was stören, das ist ganz normal, aber im Großen und Ganzen gefällt es mir voll.